Heimspiel. Der Fußballtalk wird präsentiert von Raiffeisen. Das ist Heimspiel, der Fußballtalk auf Teleclub Zoom und Teleclub Sport. Herzlich willkommen. Wie jeden Sonntag diskutieren wir eine Stunde über Fußballthemen von der Raiffeisen Super League. Und heute widmen wir uns dem FC Luzern. Immer wieder gibt es Führungswechsel beim FC Luzern. Und sportlich sieht es zurzeit nicht so gut aus. Nach der Niederlage heute in Lugano ist man Tabellenletzte. Bei mir im Studio darf ich heute begrüßen, und zwar folgende Leute. Als erstes, und das freut mich sehr im Studio, der Philipp Studthalter, Anwalt und Präsident vom FC Luzern. Und er sagt, der FC Luzern richtet sich mit der Vision 2021 langfristig aus. Und wir wussten, dass wir uns in dieser Saison auf einen holprigen Weg begeben. Dann weiter im Studio der Roli Schwegler, zweifacher Schweizer Meister mit GC, ehemaliger Spieler beim FC Luzern und jetzt Trainer beim FC Lind. Und zusätzlich ist er noch Kolumnist in der Luzerner Zeitung. Er sagt, es ist auffallend, dass Luzern sportlich immer wieder Rückschläge erleidet. Fehlt die Winnermentalität oder liegt es an Führungsschwäche? Dann weiter in der Runde herzlich willkommen der Dani Wirsch, Journalist bei der Luzerner Zeitung und seit Jahren genau Beobachter vom Geschehen beim FC Luzern. Er ist der Meinung, dass in den letzten zwei Jahren sind beim FC Luzern wichtige Personalentscheide gefällt worden, die greifbare sportliche und finanzielle Erfolge verhindert haben. Und zu guter Letzt, wie immer im Heimspiel, der Rolf Ringer ist ein Teleclub-Fußballexperte. Er ist der Meinung, dass die Voraussetzungen in Luzern mit Stadion, Umfeld und den Fans sind top, aber leider stehen sich die Verantwortlichen immer wieder selber im Weg. Ja, heute ist zum Kellerduell gekommen. In Lugano. Man hat das Spiel 1-0 verloren und die mehr oder weniger entscheidende Szene von dem Spiel schauen wir uns jetzt ganz schnell an. Da sieht man Freistoß vom Ledesma. Und da muss man sagen, der Gern, der super Kopfgoal. Er läuft vorne rein, am Gegenspieler weg und tüpft genau das Lattenkreuz. Also für den Rommelin keine Chance zum Heben. Man muss da sagen, Lugano hat vorher zwei riesen Chancen gehabt, die der Rommelin nicht gehabt hat. Und das ist dann das Goal passiert. Und das ist die einzige, ich sage es nochmal, die einzige Torchance vom FCL, dem Haschei. Neben dem Goal vorbei, erster Pfosten. Das ist nach knapp einer halben Stunde. Und das war wirklich die einzige Torchance gewesen. Die ganze zweite Halbzeit hat es keine Torchance gegeben. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, eine Seltenheit. Ja, Philipp Studthalter, man hat 1-0 verloren in Lugano. Es ist recht schlank in der brenzligen Situation, so die Leistung der Mannschaft. Wie ist Evers befindet zur Zeit? Ja, es ist für uns natürlich, für den ganzen FC, eine sehr schwierige Situation. Und ich habe das angetönt, wir haben gewusst, dass wir uns auf einen holprigen Weg begeben. Aber was uns stört oder was für uns schwierig ist, ist, es fehlt die Siegermentalität in der Mannschaft, im ganzen FCL. Das, was wir uns mit der Vision 2021 auf die Fahne geschrieben haben. Es gibt Erklärungen für uns im Moment. Es ist jetzt gerade nach dem Spiel. Wir müssen jetzt erst Analyse machen und dann entscheiden, was weitergeht. Rolli Schwegler, was ist dir aufgefallen seit dem Spiel, wenn du den FC Luzern beobachtet hast? Das war ein blutleerer Auftritt gewesen. Aus meiner Sicht. Eben ein Torschuss in 90 Minuten, das ist viel zu wenig. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass man mental bereit war, dass man laufbereit war. Also man hat nicht so den Kampf gesehen, den man eigentlich erwartet von einer Mannschaft, die dort hinten steht. Wie kann das passieren, Dani Wirsch? Ja, in Thun haben wir das schon gesehen, dass der FC Luzern blutleer auftreten ist. Man hat sich dann natürlich gefragt, wieso dass die mehr kämpfen, die mehr sich hineingeben in die Spiel. Es ist ein Rätsel. Aber es ist ein Kapitalspiel. Absolut Kapitalspiel. Also, jeder gewusst, um was es geht. Also, dass es um den Trainer geht in dem Match natürlich. Mhm. Und dass da eigentlich jeder Spieler von A bis Z alles abruft. Aber man hat es leider nicht gesehen. Es war das Gegenteil heute. Rolf Ringer, du hast es gesagt, eine Chance in 90 Minuten. Das ist sehr eine schlanke Ausbeute. Das kann ja irgendetwas kann ja nicht stimmen. Gut, man muss wissen, grundsätzlich ist es ja so, wenn man im Tabellenkeller ist und ein bisschen unter Druck, man sollte unbedingt reagieren, vielleicht auch noch eine junge Mannschaft hat, dann ist man in der Regel ein bisschen nervös, man ist ein bisschen halb parallelisiert und dann gehe ich noch in den Rückstand. Dann haben wir vielleicht nicht drei, vier Routinier, die das Zeug ein bisschen hebt, sondern dann hat jeder mit sich selber zu tun. Wenn ich mit mir selber zu tun habe, tue ich mich gerne verstecken, nicht, dass ich einen Fehler mache. Wenn sich mehrere verstecken, gibt es keine Aktionen, keine Torchancen. Also es hat vieles mit dem Kopf zu tun. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen abgezeichnet, weil man hat gewusst,
gewusst, wenn man heute verliert, ist man Letzter. Ich glaube, 9 Mal nicht mehr gewonnen. Und das ist dann alles ein bisschen viel für die Spieler. Es ist nicht so, dass ein Spieler nicht wie kämpft und alles geht. Aber man ist halt einfach immer ein bisschen blockiert. Und die Zuschauer werden wahnsinnig, weil sie das Gefühl haben, aber kämpfen kannst du doch. Aber wenn ich halt mental nicht parat bin, weil ich selber ein bisschen Schiss habe mit der ganzen Situation, gibt es das immer wieder. Das ist nicht nur in Luzern so, das ist eigentlich überall so, wo man im Abstiegskampf ist und der Situation vielleicht nicht ganz gewachsen ist. Natürlich muss ich einwerfen, dass der FC Luzern heute Christian Schwegler nicht zur Verfügung gekommen hat. Das haben wir schon jetzt im Verlauf dieser Saison gesehen, dass er der Teamleader ist, der Einzige, der in Form ist, der etwas bringt. Aber er ist ja leider jetzt verletzt und kann die junge Mannschaft nicht mitreißen. Reto Ziegler ist leider noch nicht in Form. Er hat natürlich viel Spiel verpasst von dieser Saison, und er in Sio keinen neuen Vertrag können unterschreiben. Es sind aber 10 Spiele schon in dieser Saison gespielt, als er dann zum FCL gekommen ist. Und das spürt man natürlich. Aber mitreisen sollte ja eigentlich der Trainer, oder? Also das heisst, der müsste ja die Mannschaft so einstellen, dass die, sage ich jetzt mal, Dreck fressen in so einem Spiel, oder? Und das habe ich heute ein bisschen vermisst. Ist das wirklich die mentale Schwäche, die, wie es der Rolf gesagt hat, die im Moment das Problem ist vom FCL? Das ist das Problem. Ich glaube, das ist genau so, wie der Rolf das auch erklärt hat. Die Spieler sind im Moment überfordert, mit sich selber beschäftigt. Das gilt aber für die ganze Organisation, wie ein Münd über Bücher. Man muss wissen, dass der ganze Club steht hinter dem System, auch mit dem Trainer, mit dem Co-Trainer, weil dann kann sich das Selbstvertrauen entwickeln von diesen doch noch unerfahrenen Spielern. Es sind nicht alles Junge dabei, aber Dani, du hast gesagt, wenn natürlich uns auch noch geht, leider unfallbedingt oder nicht muskulär, eben nicht wie der Reto Ziegler, sondern einfach die erfahrenen Spieler jetzt auch noch ausfallen, dann wird es schwierig. Wobei verletzte Spieler hat ja immer jede Mannschaft. Also das kann ja jetzt in der jetzigen Situation nicht unbedingt. Der FC Luzern ist einfach schon besonders. Oder? Man hat einfach die Routine abgegeben von letzter Saison. Ich denke, Tommy Pulic im Mittelfeld, der Neumeier vorne, der Marco Schneuli, die fehlen einfach. Das ist ganz klar ersichtlich, dass die Köpfe in dieser Mannschaft fehlen, wo sich die anderen können aufrichten. Was auffallend ist, und wir schauen schnell nachher die Szene an, ist, dass während dem Spiel, also gegen Ende Spiel, sich der Assistenztrainer ins Coaching eingemischt hat. Wir schauen das schnell. Wir sehen hier, wie der Rahmen wirklich aktiv von coachen. Rolli Schwegler, typischer ehemaliger Spieler. Was ist das für ein Zeichen, wenn das der Spieler auf dem Feld sieht, dass zumal der Assistenztrainer aufsteht und dort aktiv coachen? Ja, aber anscheinend ist es beim FC Luzern ja wirklich so, dass der Co-Trainer die Arbeit macht unter der Woche, Trainings macht, Trainings vorbereitet und er vielleicht auch die taktischen Vorgaben macht. Und wenn er dann sieht, dass halt das nicht so umgesetzt wird und nicht reagiert wird, um etwas zu verändern, er halt selber so ehrgeizig genug ist, um dort vorne zu stehen. Das ist meine Erklärung, weil das, das ist ja nicht das normale Bild, dass der Co-Trainer für die Linie geht. Ja, aber was auffallend ist, ist, dass der Babel sehr passiv war, Rolf. Also das ist ja schon ein kleines bisschen, also Nerven liegen blank, oder das würde ich nicht so sagen. Ich meine, der Markus Babbel ist grundsätzlich nicht ein Trainer, der hin und her kommt und mehr läuft als Spieler. Also er ist eigentlich einer, der sehr viel sitzt, geht einmal an die Linie. Mhm. Aber es ist halt so, wenn man immer verloren hat und der Trainer ist, wie er immer war, dann hat man das Gefühl, ja, Gopfadeli ist ihm eigentlich gleich, dass man da verliert. Man muss doch etwas machen, dass die Jungen irgendwie sehen, dass der witzig will. Das ist immer ein bisschen so, wenn es schlecht läuft, muss ich vielleicht ein bisschen auch am Friedensliebe und als Selbstschutz, als Trainer mal ein bisschen aufstehen, ein bisschen Zeichen setzen und applaudieren und ein bisschen antreiben. Und aber das hat man aber nicht gesehen. Ja, aber er ist auch nicht so der Typ für das. Er ist eher einer, der ein bisschen zurückhaltend ist, der das sachlich anspricht und nicht rumgumpelt. Und wenn man, sagen jetzt, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte ist, redet keiner von dem. Wenn ich natürlich Letzter bin und gleich bin wie immer, dann hat man natürlich das Gefühl, das ist zu wenig. Das ist aber auf der ganzen Welt so. Ja, und trotzdem, oder? Man hat jetzt 9 Spiele nicht mehr gewonnen. Die Trainerdiskussion liegt auf dem Tisch, Philipp Stutthalter. Also noch zu der Aussage, dass das außergewöhnlich ist. Ich muss dazu sagen, ich sehe das gar nicht so, dass jetzt, dass es sehr außergewöhnlich ist, dass der Patrick Kramer, er ist ein energischer Typus. Ja, aber so in der Form sieht man das zum ersten Mal beim FC Luzern. Die beiden arbeiten zusammen und es ist ja nicht so, dass der Markus Babbel nichts würde machen unter der Woche und nur die Leitung hat. Im Gegenteil, ich erlebe es ja immer auch im Training oder zumindest im Abschlusstraining, wie die beiden an der Front stehen. Und für mich jetzt in dem eingespielten Team, also sind die doch einige Jahre miteinander unterwegs, für mich völlig normal, dass auch mal der Patrick Kramer dafür steht. Also das ist für mich jetzt normal, wenn man an dieser Tabellenplatzierung ist, dass man alles ausforscht. Ich weiss, der Markus Babbel ist das sehr erfahren, hat das erlebt. Und er verändert sein Verhalten wegen dem nicht. Aber ich kann euch sagen, unter der Woche ist das schon ein ganz anderes Verhalten. Und auch die Mannschaft weiss das. Für mich ist, für mich ist schon ein bisschen ein Symbolzeichen halt gewesen. Jetzt in dieser Phase, in den letzten 10 Minuten, wo er plötzlich nur noch sitzt und der Co-Trainer an der Linie, der Patrick Kramer,
für mich fast schon ein symbolisches Bild vom symbolisch für was? Für den Niedergang, tut mir leid, oder für das Ende eventuell von dieser Trainer. Karriere in Luzern, ja. Dreijährige Zeit, die entstellt ist die Super League Trainer. Also Rolli Schwegler, also die Diskussion vom Trainer ist auf dem Tisch, oder? Der CC sagt immer, der Totomat entscheidet, oder? Und es ist ja da so, ich meine, so lange Serie ohne Sieg, also mit 4 Unentschieden aus den nächsten 9 Spielen. Ja. Da hast du keine guten Argumente mehr. Ja. Und ich meine, man muss ja nicht nur die Resultate anschauen, das ist meine Meinung. Man sollte auch die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, schauen. Und das war heute absolut zu wenig gewesen, und zwar von allen. Klar hat man Mühe mit verletzungsbedingten Ausfällen, aber wenn man alles an einen Christian Schwegler aufhängt, oder an einen rechten Verteidiger, der nicht rum ist, dann ist es einfach zu wenig. Erstens einmal, das muss auf viel mehr Schultern verteilt sein. Plus die Führungsspieler müssen das Vertrauen haben und hinter dem Trainer stehen. Und dann das in der Mannschaft auch weitergeben. Und das hat heute absolut nicht so ausgesehen, als würden hier alle am gleichen Strick ziehen. In die gleiche Richtung, wie der Rolf ihm gesagt hat früher, wo wir im Scheiß gewesen sind. Deutsch gesagt. Ja. Ja, aber was man kennt von Markus Babbel ist, dass er immer ein Argument hat. Du hast gesagt, er hat zurzeit nicht mehr so gute Argumente. Und was er nach dem Spiel gesagt hat, das lassen wir uns doch jetzt schnell an. Ich bin der Hauptverantwortliche für die ganze Geschichte und das sind meine Jungs. Ich bin nach wie vor zu 100% überzeugt von den Jungs. Die Jungs haben Potenzial, die Jungs sind fleißig, sind willig. Ich sehe sie jeden Tag im Training. Es ist nicht so, dass, wie Halbstieg meine, dass wir hier in einer Wellness-Oase uns begeben, sondern die Jungs arbeiten wirklich knallhart, auch wenn man es jetzt in den Resultaten nicht sieht. Ich weiß, Fußball ist ein Ergebnissport. Da wird man hinterfragt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Aber mir macht es jeden Tag Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Und ganz ehrlich, ich bin der Letzte, wo die Jungs jetzt im Stich lässt, sondern wir haben ein großes Vertrauensverhältnis und der Ist-Zustand ist im Moment einfach nicht gut und daran müssen wir arbeiten. Glaubt ihr diesen Worten noch, Philipp Stutthalter? Ja, absolut. Für mich ist das die Analyse. Wir müssen hier weiterarbeiten. Wir müssen jetzt zusammenstehen. Jeder Spieler muss sicher in sich gehen und überlegen, weil die müssen jetzt die Lösung finden. Der Markus Babbel ist der Verantwortliche, natürlich als Trainer, aber man darf auch sagen, er ist der, der uns immer wieder aus dieser Misere herausgebracht hat. Er ist noch bei der Mannschaft. Der Auftritt heute ist für uns gar nicht FCL-Sieger-Mentalität, das, was wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben. Aber der Markus Babbel ist der, der diesen Weg wieder herbringen kann. Und er ist nicht nur, mir ist wichtig, wie ist die Mannschaft intakt, wie steht die zum Trainer. Und da also der Trainer steht nicht zur Diskussion zurzeit? Wir müssen analysieren, für mich steht das nicht zur Diskussion. Ja. Die Frage ist dann eigentlich die, wieso kommt man auch mit dem Babbel immer wieder in so die PS rein? Oder jetzt ist es 9 Spiel, vor einem halben Jahr sind es 6-7 Spiele. Ein Jahr vorher sind es wieder 6-7 Spiele. Es häuft sich einfach, oder es ist immer gleich. Das kann man praktisch einstellen. Alle halbe Jahr kommst du in so eine PS. Wieso? Also, ich glaube, da kann man mal sagen, ich könnte eigentlich keinen Club, vielleicht jetzt außer der FC Basel, der die BS nicht auch hat. Aber so ausgeprägt der FCL. Das ist normal im Fußball, das kann passieren. Ja, gut, aber man muss natürlich schon sagen, also ich meine, seitdem das Swisspar Arena steht, hat es 5 Sportchefen gewechselt, es hat 5 Cheftrainer gewechselt und es hat 5 Präsidenten gewechselt. Also, das finde ich ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich, nicht? Das ist ja so. Darum haben wir ja genau gesagt, also darum war es unser Anliegen, gewesen, auch mit den Investoren, dass wir wirklich jetzt mal zusammenstehen und in dem FCL ein Profil geben, den Weg geben. Weil das ist seit dem Bau von der FCL, von der Swisspar Arena, ist da ein Vakuum rum gewesen. Man hat nicht gewusst, für was steht der Club, welchen Weg will er gehen, wo will er her. Was ist das Profil des FCL? Und um das ist es so genau gegangen, um dem Weg zu gehen. Der eingeschlagene Weg, da müssen wir einfach das Defizit in den Griff bekommen. Das ist klar, weil mir liegt daran, auch mit den Investoren, mit den Aktionären. Das ist für mich wichtig, weil es ist nachhaltiger, mehrere Personen zu haben. Und für die müssen wir im Boot behalten. Und jetzt müssen wir den richtigen Weg einschlagen. Wir haben einen bewussten Entscheid gefällt. Wir haben auch einige Spieler verloren. Das wissen wir. Darum schlägt das auch so durch mit diesen Jungen. Wenn eben, vielleicht jetzt, ich tue nicht alles am Christian Schwegler aufhängen, aber es ist halt so. Man muss ein paar erfahrene Spieler haben, die den Jungen als Team, als Mannschaft auf den Weg geben. Und ich glaube, die Mannschaft kann das Potenzial, sehen wir. Jetzt müssen wir einfach an die Zeck, das analysieren und kämpfen. Aber ganz, ganz günstig ist die Mannschaft auch nicht. Custodios und einen 3-Jahres-Vertrag bei Lausanne holt, Demasseius. Schaffhausen holt, der auch noch 2 oder 3 Jahre hat, hat einen Vertrag. Der Folloni in Sio ist ein anderer Vertrag, laufender. Also man hat dort gegen 1 Million oder mehr ausgegeben. Der Ziegler kostet bis im Dezember, und er jetzt einen Leihvertrag hat,
oder einen kurzfristigen Vertrag hat, ganz sicher auch einiges. Es ist ja kein günstiger Spieler, den man da geholt hat. Also es ist ja keine günstige Mannschaft. Ich glaube, Ende Saison, wenn wir jetzt so hinten draussen sind und kämpfen um den Ligaerhalt, kann das noch ganz teuer werden. Das haben wir ja schon vor 3 Jahren erlebt, wo der Rolf Ringer noch müssen holen, Sportchef, der geholfen hat, der Frabe hat als Co-Trainer, Tommy Pulic, zurückgeholt hat alles. Das kostet im Winter wieder natürlich, wenn man solche Massnahmen muss ergreifen muss. Also Das könnte ich. Danke, Dani. Das üben wir zwischendurch mit der LZ. Das ist natürlich, ich kann einfach dazu sagen, weil ich wie üblich auch nicht wieder über Vertragsdetail Auskunft geben. Wir sind absolut auf dem Budgetkurs. Da bin ich absolut entspannt. Das kann natürlich Massnahmen bringen im Winter. Im Moment kann man gar nicht machen. Die Mannschaft ist, wie sie ist. Aber da sind wir gut unterwegs. Was ist eigentlich der Hintergrund? Das wollte ich gleich noch schnell auffassen. Also für mich hat das die gleiche Auswirkung, aber das ist viel zu einfach. Warum hat man das? Erstens, es ist normal im Fußball. Zweitens, wir haben einmal vor 2-3 Jahren haben wir PSK, weil wir im Staff ein Problem hatten. Letztes Jahr haben wir in der Mannschaft ein Problem gehabt. Und das Jahr haben wir gewusst. Wir haben es nicht gehofft, dass wir so ein Grounding erlebt. Aber das sind ganz andere Ursachen. Wir wären alle dankbar, wir hätten das auch nicht mehr als FCL. Also wenn man eine gewisse Erfahrung hat, wie wenn man die so besser schon durchgemacht hat, oder, dann kann man ja vielleicht auch bis im Vorhinein schon aktivieren, dass man nicht 9 Spiele muss warten oder vielleicht auch 10, 11, 12, bis es wieder kehrt. Oder? Das ist ein bisschen mein Input, den ich geben wollte. Oder man weiss, besser passiert, das ist klar, aber wie geht man mit dem um? Oder? Und es geht einfach zu lang, jetzt wieder aus meiner Sicht, bis sich etwas verändert. Und der Auftritt heute spricht nicht dafür, dass sich in den nächsten Wochen etwas wird ändern. Rolf? Gut, ich glaube, man muss mal noch sagen, klar, mit der Niederlage heute sind sie auf den letzten Platz zurückgeht. Aber das endgültige Gesicht sieht man dann in 3, 4, 5 Runden, ob sie überhaupt Fähigkeit haben, zusammenstehen und dagegen fighten und ob sie auch von der mentalen Seite die Kraft als Mannschaft aufbringen, zusammen mit dem Trainer das zu schaffen. Wenn ist alles nahe zusammen, 11, 12, 13, 14 Punkte. Oder? Aber das tönt natürlich alles schön, theoretisch wunderbar. Ich glaube, man muss auch ein bisschen zurückschauen. Oder? Vor einem Jahr hat der FCL im Winter sind sie Dritter gewesen, und Lugano ist schier abgestiegen gewesen. Und dann hat man irgendwo ohne Not hat man da 3, 4 Routine einfach weggegeben. Nicht um die gekämpft, einfach weggegeben. Durch das hat man eine ganz schlechte Rückrunde gehabt. Das Resultat ist jetzt, dass man einmal die 3 Millionen nicht hat, fixe Einnahmen von der Euroleague-Gruppenphase und muss noch unter der Woche in deine Swissport-Arena Lugano schauen. Ja. Und jetzt ist ein Stück weit einfach auch ein bisschen die Fortsetzung von dieser ganzen Geschichte. Also man hat ein Stück weit ohne Not eine funktionierende Mannschaft auseinandergerissen. Hat extra, wenn ich am letzten Match geschaut habe, habe ich gesehen, ich bin noch nicht mal 2 Jahre weg. Das ist der Krieschu der Einzige und heute von denen, die noch gespielt hat. Und die Mannschaft hat ja funktioniert. Also man kann schon sagen, wir gehen den Weg, wir erneuern alles. Aber wer ist denn für was verantwortlich, wenn das nicht nötig ist, weil es ja funktioniert hat? Also es ist ein bisschen hausgemacht, das Ganze, weil man das gar nicht hätte müssen so verändern müssen. Und jetzt geht es wieder um sagen, jetzt ist wichtig, sieht man, ob die Mannschaft kann zusammenstehen, zusammen mit dem Trainer als Einheit, mit 2, 3 Siegen sieht alles wieder anders aus. Also das kann man noch nicht endgültig sagen, das wird man müssen schauen. Wer ist für das verantwortlich? Das ist ja eine Frage an Philipp Stutthalter. Also, Markus Babbel hat gesagt, für den sportlichen Erfolg ist er verantwortlich und für den Gesamtklub bin ich verantwortlich, wenn das reicht. Würde aber schon noch, das sehe ich nicht ganz so wie der Rolf, dass man einfach die hat gehen lassen. Das klingt so wie eine funktionierende Mannschaft. Wir wissen alle, dass die Mannschaft eben nicht funktioniert hat. Und es war ja nicht das Logo, im Gegenteil. Man hätte ja an diesen Spielern festhalten. Aber wir müssen einfach auch unseren Weg einhalten. Es müssen die Betragsbedingungen stimmen. Und irgendeinmal, wenn ein Spieler ein attraktives Angebot bekommt, dann müssen wir halt zurückstehen. Wir sind hier nicht mit allen finanziellen Mitteln. Ich finde es lustig, wenn du sagst, eine nicht funktionierende Mannschaft, aber die den 4. Rang hatte. Die Chance hat den 3. Rang Ende Saison zu holen. Genau. 4 Punkte mehr. Und wir wären vor Lugano gestanden und wären in der Europa League in der Gruppenphase, wo jetzt Lugano bei euch im Stadion spielt. Also, da kann ich das schon nicht ganz verstehen, nicht funktionierende Mannschaft, wenn du das sagst, wo die Spieler noch dabei gewesen sind. Das ist ja Profifußball, die müssen ja nicht alle Freunde sein voneinander, oder? Ja. Du siehst das Rolle. Ja. Ja, nein, am Schluss muss das Interesse gleich. Und was mir aufgefallen ist, oder? Man hat, Philipp Stutthalter, ihr habt das angesprochen, also man hat committed, man will sparen und man will mit Jungen aufstocken. Holt aber jetzt auf die Saison knapp 10 externe Profis. Also, ich weiß nicht, hat man falsch committed oder hat man das Commitment nicht ganz verstanden? Da komme ich nicht ganz draus. Also, ich bin der Meinung, unsere Mannschaft, wenn man das anschaut, mit 15
eigenen Spieler. Also ich weiß nicht, was wir noch mehr machen sollen. Also ich glaube, das ist eine Top-Quote für unsere Vision. Und die Spieler, die wir geholt haben, das ist finanziell sehr attraktiv. Das war auch gut verhandelt gewesen. Für uns stimmt das. Auch wenn man jetzt, das kommt dann denke ich, auch noch den Nordkoreaner anschaut. Das ist ein Experiment, das finanziell völlig im Rahmen liegt für uns. Da hatte er ein Probetraining gehabt. Die sportliche Leitung war überzeugt von dem. Und das liegt völlig im Rahmen. Das sind sicher, haben wir müssen unsere eigenen Jungen auch unterstützen, weil uns eben einige Stammspieler fehlen. Das ist einfach nicht korrekt zu behaupten, man hätte die Welle liquidieren. Das ist überhaupt nicht so. Bei den eigenen Junioren muss man natürlich auch vorsichtig sein. Da sehe ich nur den Jonas Somlin aus Goli, der immer spielt, und den Kuran Kriessen, der Stammplatz hat. Also sonst sind wir nicht in einer höheren Quote, was er natürlich insgesamt nicht so schlecht machen, dass die immer wieder zu Einsatz kommen. Absolut, ja. Das kann man nicht abstreiten. Genau. Grundsätzlich, Entschuldigung, habe ich anfangs schon gesagt, ich finde eigentlich, wir haben ein paar gute Transfer gemacht. Also wir haben in jeder Linie einen guten Transfer gemacht. Der Schulz, der hat Zukunft hin. Der Custodio ist ein guter Spieler gewesen. Der muss eigentlich Goal schiessen. Wichtig ist eben, dass man am Schluss mit diesen Leuten und mit dieser Qualität hochtourig läuft. Ja. Oder? Man kann einen Verein und eine Mannschaft frisieren, weil rundum gut geschafft wird und man kann noch mehr erreichen, als man eigentlich Qualität hat einzelspielermäßig. Oder man kann, weil man sich immer auf den Füßen rumsteht und überall Leck hat, dass man eben die Dynamik verliert, dass nicht jeder, sage jetzt, mit dem anderen durchs Feuer geht und hinter dem Trainer steht, sondern diskutiert und macht, was alles im Verein wieder passiert, was der wieder gesagt hat. Da bin ich eben nicht hochtourig, da bin ich auf 60% von meinen 100%, die ich Möglichkeit habe. Um das geht es eigentlich immer. Und da muss ich sagen, die Mannschaft ist auf dem Papier nicht so schlecht. Die hat gute Spieler gekauft, muss ich sagen, als ganze Mannschaft. Aber entscheidend ist, wird rundum gut geschaffen, dass sie hochtourig laufen, oder wird eben rundum vieles nicht gut gemacht, dass sie am Schluss auf 60-70% bin. Und dann ist es in einer Zehnerliga kein gefährlich. Ja. Rolli Schwegler, wie gut ist das Kader tatsächlich? Also ich finde, das ist ein gutes Kader, das sich im Mittelfeld von der Superliga festsetzen kann, mit Blick nach oben. Klar kommen jetzt nicht an Basel und an IBN. Aber alles, oder FCZ finde ich es auch noch ein bisschen besser. Aber wenn man jetzt anschaut, oder GC hat eine ähnliche Situation gehabt. Es haben sehr viele Spieler geholt. Oder? Und dort hat man den Turnaround jetzt auch geschafft. Murat Yakin macht dort einen super Job, meiner Meinung nach. Ich finde, Luzern ist ein gutes Kader, aber es läuft nicht hochtourig. Mhm. Und das ist schade, oder, wenn man da zuschauen muss. Und es sieht auch, man sieht auch nicht eine gewisse Achse, eine starke Achse. Braucht es immer, oder, wenn man 2021 Vision anschaut, wo du viele Junge einbauen willst. Das ist sensationell, das ist der richtige Weg. Aber man braucht doch auch erfahrene Spieler, die die Jungen daran aufblicken können. Oder? Und der ist jetzt ein Schulz, ist ein guter Transfer, aber der kommt aus einer Verletzung, kommt von Gladbach. Der Custodio ist ein Junge in der Mitte und der Demaschai ist auch ein Junge. Oder die Achse in der Mitte fehlt, mit Erfahrung mit dem Schwegler geholt, der auch Mentalität mitbringt, oder, von einem Winner. Aber sonst ist das sehr schmal auf der Brust, der Führungsspieler, meiner Meinung nach. Und das ist sicher auch ein Problem. Also auf dem Papier klingt es einigermaßen nach einem guten Kader, aber im Kollektiv funktioniert nicht, wie wir es jetzt sehen, oder? Ich muss sagen, Fußballer ist relativ enttäuschend, was jetzt gegangen ist bis jetzt. Es sind jetzt 18 Pflichtspiele, die er können spielen, der Markus Babbel, mit dieser Mannschaft. Und ich sehe kein Weiterkommen im Zusammenspiel. Die Kompaktheit der Abwehr ist in Frage gestellt. Es sind so verschiedene Punkte, wo man einfach keinen Fortschritt mehr gesehen hat jetzt in dieser Saison. Mhm. Verantwortlich für die Transfer ist ja der Remo Meier. Er ist ein junger, neuer Sportchef, der FC Luzern hat. Und natürlich, wie ihr, Herr Studthalter, vorhin gesagt hat, der Markus Babbel als Trainer, oder, für den sportlichen Erfolg zuständig. Ja, am Anfang hat man erfahren, dass der Markus Babbel nicht so amused war, dass man ihm einen jungen Sportchef vor die Nase stellt. Wer hat denn jetzt die Hauptverantwortung? Also, zu der Verantwortung für Transfers, die liegt bei uns in der Sportkommission. Mhm. Also, der Remo Meier ist Sportkoordinator, der diskutiert das, aber dort wissen wir, dort ist auch der Patrick Rahmen, der Markus Babbel, auch der CEO dabei und eine Vertretung vom Verwaltungsrat. Mhm. Also, dort wird der Entscheid getroffen betreffend den Spieler. Mhm. Also, was für einen Stellenwert hat denn eigentlich ein Sportkoordinator oder Sportchef? Also, meine, Rolf. Ja, wenn es natürlich nach Koordinator tönt, ist das immer so, dass man nicht einen will, der die Entscheidung selber fällen kann, sondern dann kann ich ihn selber ein bisschen mitbläudeln. Ja. Für das habe ich eigentlich einen Koordinator. Mhm. Und sonst habe ich einen Sportchef, aber der Philipp Studthalter hat auch gesagt, wer die Sportkommission ist. Ein Vertreter vom Verwaltungsrat, das ist der Marco Sieber. Am Schluss geht alles über ihm sein Pult, theoretisch. Oder? Mhm. Und jetzt haben wir ja, vorher habe ich erzählt, die Entwicklung über das ganze Jahr.
Und der Remo Meier als junger Sportkoordinator, nichts gegen ihn. Man kann sich entwickeln. Oder? Das haben wir die Entwicklung über das ganze Jahr. Und man hat den dritten Rang nicht können machen, was man eigentlich hätte machen müssen mit den Voraussetzungen, dass man jetzt eben Lugano im Stadion hat, unter der Woche. Aber man weiß eigentlich nicht, wer verantwortlich ist. Oder man von außen hat jetzt keine Ahnung. Philipp, du, schön, dass du Präsident machst natürlich in diesem Verein, aber du kommst halt einfach nicht vom Fußball. Das ist halt ein bisschen so, das weiß jeder. Also können wir es nicht dich fragen, oder? Was nicht dein Fehler ist. Oder? Aber, und dann kommt ein Koordinator, der jung ist, der von der Zweitliga kommt, mit einem B-Diplom, wo der Markus Babbel, der in der ganzen Welt war, irgendwie beurteilen. Und das ist natürlich rein von der Struktur. Ist das halt alles andere als ideal. Und das ist dann eben im Fußball so, dass es ein bisschen Leck gibt. Dort ist etwas nicht ganz gut, dort ist etwas nicht gut. Man weiß nicht, wer. Ich sage jetzt nicht, man muss jemanden jetzt fix kritisieren. Aber wenn etwas schlecht läuft, oder wegen einer gewissen Entwicklung, die man sieht, muss man irgendwie von außen wissen, ja, wer ist eigentlich für was zuständig. Jetzt wäre es eben schade, wenn man den Sportkoordinator geholt hätte, um dann als Markus Eiber vielleicht vom Verwaltungsrat zu sagen, ja, der ist der Koordinator, der ist verantwortlich, also dann müssen wir den wechseln wieder. Oder? Und das ist alles Fläschchenpolitik. Und das ist natürlich einfach, das ist das, was ich dann eben gesagt habe als Zitat, das ist einfach schade, wenn man bei solchen Sachen auf die Art und Weise muss zuschauen muss. Weil einfach viel mehr möglich wäre. Oder? Und dort ist immer das begraben, was du sagst, wieso hat man jetzt wieder über so viel Zeit einen Rückschlag, wieder so viel Mal nicht gewonnen, so viel Mal nicht gewonnen. Das Ganze muss von oben verheben. Ich sage jetzt über den Staff in Mannschaft, von der Führung über den Staff in Mannschaft. Wenn das top ist, dann laufe ich hochtourig. Wenn das eben nicht top ist, oder es lange nicht in einem Fußballclub so Organigramm besetzen. Ja. Es braucht Fachleute und Know-how in den entscheidenden Positionen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und darum wird es immer wieder schwierig. Und das tut mir eigentlich weh, auch für die Fans, die eine super Fangemeinde, die immer kommen. Wenn du fünfmal verlierst, wenn irgendeiner abprangert wird, können wir es gleich unterstützen. Und man gibt das so einfach her. Da muss ich sagen, das tut mir eigentlich weh und tut mir leid. Ja. Und es wäre schön, es würde dann in Zukunft anders werden. Was man auch noch aus der Clubgeschichte sehen oder aus den letzten Jahren mindestens, dass der Sportchef traditionell eine schwache Position hat in diesem Verein. Mit Heinz Ehrmann hatte Alex Frey noch den Meisterkredit gehabt. Dann haben wir dich, Rolf, dann war der Remo Gaugler, jetzt der Remo Meier. Das ist traditionell so eine Sandwich-Position, die wirklich nicht richtig zur Entfaltung kommt, aber sicher nicht über längere Dauer. Und das muss man sich natürlich auch hinterfragen beim FC Luzern. Also ihr könnt schon über Hochtouren reden, ihr müsst einfach verstehen, wir müssen nachhaltig Erfolg bringen, weil eben genau jetzt eine grosse Veränderung stattgefunden hat in der Mannschaft. Hochtourig ist schön, aber ihr müsst nachhaltig denken. Ihr müsst organisatorisch denken. Die Sportkommission, Markus Eiber, also ich kenne kein KMU. Ihr wisst, wie teuer ein Spieler ist, wenn man den verpflichtet. Sagen wir ein KMU, das einfach sagt, ohne den Verwaltungsrat müssen wir über einen Millionenbetrag entscheiden. Das ist die einzige Funktion. Die Kompetenz von Remo Meier müssen wir, glaube ich, nicht in Frage stellen. Der Markus Babbel schätzt das. Er hätte eine Ansprechperson wollen. Warum hat der FC eine Sportkommission eingesetzt? Weil schlicht der Sportchef gar nicht alle Verantwortung wahrgenommen hat. Leck ist für uns noch viel schlimmer. Dann haben wir vielleicht wieder eine erste Mannschaft. Wer schaut denn auf den Nachwuchs? Wer hat das gemacht? Der Sportchef hat sicher keine Zeit. Sondern darum haben wir gesagt, wir müssen das anfangen, organisatorisch schleuer, nachhaltiger. Weil wenn ein Sportchef geht, das haben wir auch im FCL eben auch mit dem Walter Stierli erlebt. Wenn so ein Präsident nach so vielen Jahren geht, dann ist alles Know-how weg. Und das Wichtigste an dieser Organisation ist, dass wir endlich nachhaltiger werden. Wenn ein Sportchef geht, ist einfach vorbei. Dann ist einfach alles Wissen weg. Wenn das aber eine Kommission ist, dann kann man eben auch einzelne Player austauschen und es geht weiter. Aber die Realität ist jetzt Tabellenende. Wir sind in einer sehr engen Tabelle. Wir haben jetzt sicher nicht das blutleere Spiel. Ich würde sagen, wir haben zwei von denen erlebt. Jetzt. Aber ansonsten, das Potenzial ist da. Da gebe ich ihm Rolf recht. Und die werden den Weg finden. Wir müssen zusammenstehen. Was mich freut, dass wir zusammenstehen im FCL und miteinander reden können. Das ist übrigens auch ein Vorteil der Sportkommission, dass man permanent miteinander den Diskurs finden muss. Und nicht einfach punktuell klopft es wieder. Das ist essentiell wichtig, dass wir wirklich die Emotionen rausnehmen können, sachlich miteinander reden. Das ist vielleicht nicht so ein kurzfristiger Erfolg, aber mit kurzfristigem Erfolg, mit dem wollte ich nicht mehr zu tun. Aber reden ist ja schön. Und wer hat denn aber die Verantwortung? Für was? Ja, vielleicht eben zum Sportlichen oder für die Transfer und so weiter. Wie es der Rolf vorher gesagt hat, aussen gesehen oder im Organigramm gesehen, dass sie eigentlich gut ist, die neue Struktur und auch die Division 2021 und so weiter. Aber wenn es dann Herd auf Herd kommt, also das heisst eben, wenn es dann eng wird und man am Tabellenende ist, wer übernimmt denn Verantwortung? Wer steht da vorne dran und entscheidet? Ist das immer im Gremium?
Bei der Sportkommission? Ja, oder grundsätzlich. Ja. Ja. Also gerade nach dem Spiel ist das der Markus Babbel. Das ist seine Entscheidung. Die Analyse muss jetzt mit dem Remo Meier und Markus Babbel stattfinden. Und dann muss der Sportkommission präsentiert werden, was machen wir jetzt weiter. Und er meint das nicht so wahrscheinlich. Du meinst, jetzt ist man Letzter. Ja. Und jetzt muss man überlegen, ja, wie geht das weiter? Wer ist dort federführend? Mhm. Oder wer ist federführend? Das kann ja nicht die Sportkommission sein, die dann sagt, dass der Trainer dabei ist. Ich will da nicht gegen den Trainer etwas sagen, aber es muss ja jemand da sein. Darum sage ich, es ist ein Präsident da, der eigentlich kein Präsident ist in dem Sinn, und es ist ein Koordinator da. Ja, wer ist denn für was gegen unsere Verantwortung? Und das ist das, was man natürlich nicht, wie soll ich sagen, nicht spürt als Fan. Oder? Man spürt das nicht. Es ist nicht ein Gesicht, das für das dann verantwortlich ist. Dass das mit der Sportkommission so ist, das ist gut und recht. Ja. Oder? Aber man kann ja jetzt anscheinend miteinander reden. Hat man das damals mal nicht miteinander reden? Ist das anders gewesen? Hat sich etwas verändert? Spürt man das neue Profil, das Philipp Stutthalter anspricht? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich sage einfach, oder ich will das auch nicht. Ich sage einfach, wenn ich Fan bin von außen, aber es ist ja, ich sage, es ist auch ein Vorteil, wenn der Präsident nicht jeden zwei Tage einen grossen Artikel in die Zeitung hat und immer zuvor steht und all das. Also das will ich schon auch sagen. Mhm. Oder? Aber es ist ja klar, Zuschauer, man nimmt sich jetzt wunder, wie geht es mit dem Trainer weiter? Ja, wer soll ich jetzt fragen? Soll ich den Sportkoordinator, der eigentlich wie ein Lehrling ist gegenüber dem Trainer, oder der Präsident, der eigentlich kein Präsident ist, oder muss ich im VR vielleicht Herrn Albstecker fragen? Oder das sind nicht klare Strukturen. Das ist einfach nur im Organigramm wunderbar. Aber man spürt keine starke Hand, die es eben braucht im Verein. Und das ist das, was ich einfach frage. Wer sagt zu wem was? Also, dass es kein Präsident gibt, ist eine sehr interessante Feststellung im FCL. So wäre ich da für dich heute. Der Entscheid letztlich über den Sport oder den Trainer, den wir jetzt nicht diskutieren, weil das geht jetzt weiter, der wird natürlich bei mir gefällt. Das ist die entscheidende Position. Für das bin ich verantwortlich. Aber das Daily Business, dass wir immer nicht wieder so Explosionen haben, wo die Emotionen aufschaukeln, wo die Leute nicht miteinander reden können. Also ich glaube, ihr, die im Fußball sind, wissen, wie die Emotionen sind. Also, da bin ich dankbar, dass man heute miteinander redet und offen ist und ehrlich ist und aufeinander zugeht. Das wollte ich erreichen. Weil dann kommen wir auch weiter. Greift die Sportkommission? Ich weiss nicht, ihr habt schon auch gesagt, wir haben den dienstältesten Trainer. Ich weiss nicht, ob unter welchem Präsident oder unter welcher Führung dass das eigentlich möglich war. Wir haben einige Besen erlebt. Und genau wegen dem Diskurs und weil man eben möglichst ehrlich miteinander umgeht, haben wir das auch erreicht. Und darum glauben wir auch, dass der Markus Babbel die Mannschaft wieder auf den Weg bringt. Der FC Luzern, ein spannendes, emotionales Thema. Wir reden jeden Moment weiter, und zwar nach einer kurzen Pause. Zurück bei Heimspiel. Der FC Luzern ist das Thema, ein emotionales, spannendes Thema und vor allem aktuell. Jetzt, zurzeit sind wir am Tabellenende. Bei mir in der Runde sind der Philipp Stutthalter, Präsident des FC Luzern, der Dani Wirsch, der Rolli Schwegler und der Rolf Fringer. Wer euch immer sich wieder meldet oder eben zu Wort kommt, ist der Hauptgeldgeber. Und das ist der Bernhard Albstegg. Wie das Verhältnis zwischen dem Trainer, der jetzt ein bisschen in Frage gestellt ist, und dem Hauptgeldgeber ist, das schauen wir jetzt schnell in einer Quote von der Woche von Markus Babbel. Ach, da gibt es eigentlich keinen Austausch, weil ich glaube, das letzte Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe, ist auch mittlerweile schon wieder ein Jahr her. Also den gibt es nicht, weil er ist ein sehr, sehr beschäftigter Mensch und ist bei den Trainings nie, ist bei den Spielen selten und hat selber, was seine Firma anbetrifft, sehr viel zu tun und deswegen gibt es da keinen Austausch. Es gibt eigentlich praktisch kein Austausch, sagt er. Und trotzdem meldet sich der Hauptgeldgeber, der Herr Albstegg, immer wieder. Ja, wie nimmt man das als Spieler wahr, wenn so der Hauptgeldgeber sich dann in der Öffentlichkeit dann meldet und dann relativ knackige Aussagen macht. Ja, und vor allem bist du sonst so im Seich. Und dann sind so Aussagen von Herrn Albstegg, wie auch, wenn der Trainer sagt, der Spieler X ist mental tot oder Mannschaft ist mental tot, sind natürlich Gift. Ja, also mental tot ist das von Markus Babbel, ja. Das Zitat, oder? Ja. Aber und allgemein, ja. Also, wenn du dann eben im Seich bist und dann Medien auf dich einschlägen, ist klar, aber wenn dann der eigene Trainer noch Deckel drauf tut, dann wird es schwierig. Aber diese Woche hat der Dani Wirsch ein Interview publiziert mit dem Herrn Albstegg. Und da sagt er ja, Trainer und Sportchef wollen einfach so ein bisschen ein easy life. Ja, das ist jetzt natürlich wieder so eine markante Aussage, so typisch von Bernhard Albstegg. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen die
Bauarbeiter-Mentalität oder Sprache, die er das zur Debatte bringt. Ich glaube, er ist natürlich so, dass er, wenn der Erfolg nicht um ist, dass er natürlich das findet er gar nicht gut. Und dann sagt er seine Meinung, pointiert in den Zeitungen, in den Medien. Und das gehört einfach bei ihm dazu. Er tut natürlich auch dementsprechend viel Geld investieren in FC Luzern. Und dann hat er sicher auch das Recht dazu, seine Meinung zu sagen. Mhm. Und trotzdem hat der Markus Babbel gesagt, ja, er ist eigentlich nie beim Training und selten im Match. Und ja, wie nimmt man das als Angestellte wahr, wenn der Geldgeber dann halt so Aussagen gemacht, ja, easy life, der Sportchef und der Marc? Ja, man muss natürlich ein Stück weit schon verstehen, wenn du über so viele Jahre, meine, dank dem Absteig ist die Swisspor Arena und unterstützt den Verein und. Also, da muss man zuerst mal danke vielmals sagen. Und ich sage jetzt so mit seiner Geschichte, mit seiner Firma, die so viel erreicht hat, ist ja klar, wenn du jetzt irgendwie sieht, da ist die Mannschaft die Letzte oder Zweitletzte, dass sie da irgendwo von der Emotion kommen, ja, die sollen sich endlich mal bewegen. Und irgendwie ein Stück weit ist das verständlich. Aber dort fängt natürlich das Ganze schon ein bisschen an. Oder ein Verein, ich sage immer, die Strukturen müssen stimmen. Oder man hat Herr Halbsteg, aber er wollte ja eigentlich mit dem Verwaltungsrat nichts mehr zu tun. Darum bist du schon zu meiner Zeit gekommen, Philipp, oder? Als Präsident. Er will sich gar nicht mehr mit diesen Leuten sich immer auseinandersetzen. Mit dem Herrn Saviris ist es genau gleich. Er hat auch einen, den ich dort vertrete. Und dann hat es noch der eine oder andere. Also das ist nicht eine Einheit, die man da oben vorlebt. Oder? Das ist schwierig. Oder? Und ich habe vorhin gesagt, vom Sportlichen, wer ist denn für was zuständig? Und die Mannschaft nimmt das alles auch wahr. Auch die Mannschaft überlegt, ja, wer ist jetzt da verantwortlich, wenn etwas ist? Ach, was, gehen Sie jetzt auf den los oder gehen Sie auf den los? Was meinst du, wie sieht das aus? Oder hat überall Leck. Mhm. Oh, das ist schon von ganz oben mit so vielen Investoren. Der eine tritt ein bisschen mehr rein als der andere. Das ist halt einfach ungesund. Und wir sind immer wieder am gleichen Ort. So wenn ich führe, da habe ich einen guten Staff und habe nachher die Qualität in der Mannschaft und bin erfolgreich. Wenn es oben schon von der Struktur nicht gut ist, weil einer ein bisschen zahlt, aber gar nicht wissen von dem Zeug. Oder? Und dann fürs Technische weiss man nicht recht, wer den Kopf muss annehmen, wenn irgendetwas ist. Wer entscheidet das? Das sind natürlich Sachen, die eine Mannschaft immer diskutiert. Und darum komme ich immer mit denen Leck. Oder? Wegen dem Hochtouriglaufen. Hochtouriglaufen kann man nicht bei solchen Zusammenhängen. Und darum fängt alles natürlich immer auch ein bisschen zu oberst an. Auch wenn ich nicht sagen will, da ist irgendein Herr Albstag völlig, da ist, er ist nicht schuldig. Aber es passt eben zum ganzen Klüngel. Was passt eben das ein Stück weit. Sicher fehlt, ist der Walter Stierli, wo die zwei sind natürlich ein Duo gsi, oder? Der Albstag hat das Geld gebracht und der Walter Stierli hat entschieden und gemacht und ist ein Macher gsi. Ist halt der Chef gsi, wo entschieden hat, hart, knallhart zum Teil. Manchmal hat er halt Aktionismus betrieben und jetzt ist der Trainer relativ schnell weg gsi. Aber um den Verein herum ist natürlich immer Wirbel, Rummel gsi und so. Zuschauerzahlen gestummen im neuen Stadion. Vorher schon am Gersack, super Fußball und über Rolf Ringer, nachher unter Murat Yakin in der Swisspor Arena, 14.500 Zuschauer. Auch für uns von der Zeitung war es natürlich genial. Da ist etwas gegangen. Jetzt im Moment muss ich sagen, ja, es ist einfach Stagnation seit 2012, muss ich sagen. Also, das ist nicht die Schuld, überhaupt nicht. Aber es ist leider so, dass der Club stagniert oder sogar eher gegen runter geht. Man hat nicht einmal mit 10.000 Zuschauern pro Heimspiel. Oder? Das wie ist ein alarmierende Zeichen. Ja, wie ist der Austausch jetzt zwischen dem Geldgeber und dem jetzigen Präsidenten? Also zuerst noch, ich weiss nicht, von welchem FCL ihr hier redet. Ich weiss nicht, habt ihr mal angeschaut, wo wir die letzten 3 Jahre waren? Also jetzt im Moment, dass er gerade heute das Spiel so kommentiert, das ist okay, aber... Gut, das also, jetzt sind jetzt 9 Spiele ohne sagen, Sieg, aber also, das ist nicht das Spiel. Wo ist der FCL gewesen? Jetzt tun wir plötzlich 2012 und tun super polieren und sagen, es ist halt immer so gewesen, dass man Tabellenletzt ist. Also wir haben gute Resultate. Man muss natürlich schon sehen, die Zuschauerzahlen sind runtergegangen. Ja, aber Zuschauerzahlen sind 2 Jahre gsi. Das war die Neuheit der Arena. Ich gebe recht, das würde ich auch vertreten. Man hat es unterlassen, die Attraktivität der Arena weiter zu pushen. Das hat man unterlassen. Man hat vermutlich dann zumal gemeint, das läuft ja. Das ist genial, jeder, der kommt. Wir können ja die Eventräume nicht mehr verkaufen. Irgendeiner hast du es gesehen, dort in eine Sitzung führen. Bist du schon 3 Mal gewesen? Das ist jetzt völlig natürlich. Aber jetzt, heute Abend, sonnenklar, Tabelle, letzt alles klar. Aber jetzt einfach die ganze Organisation. Also nicht funktionell herstellen, das sehe ich nicht. Nein, das wird ja auch nicht gesagt in dem Ja, mal, das ist Vater gefallen. Darum wollte ich sagen, seit 2012 geht das nicht. Ich muss sagen, ich habe das System so vorgefunden, von Walter Stierli, mehrere Aktionäre. Es geht um eine Nachhaltigkeit. Vermutlich hat man nicht einen gefunden, der alles wollte oder konnte zahlen. Ihr müsst auch wissen, dass die Aktionäre, jetzt können wir noch schnell auf Bernhard Albstag schauen und sein Votum, ich glaube, der Markus Babbel würde das sogar unterschreiben, dass man jetzt aufstehen und aufwachen muss. Das haben wir alle gesagt, jetzt wenn wir die Tourenzahlen sehen, jetzt muss etwas gehen. Da sind wir uns eigentlich völlig einig. Und mit dem Herrn Albstag tausche ich mich austauschen, so wie ich mich mit allen anderen.
Was ihr sehen müsst, ist natürlich wieder organisatorisch. Für mich sind die Aktionäre ein Hans Schmid. Der ist länger dabei, als du den FCL könntest. Seit 20 Jahren unterstützt er den FCL um alle Wege. Der könnte die Historie. Die sind nicht nur finanziell dabei. Ich bin vor über 30 Jahren. Genau, gut. Ja. Aber das ist nur jetzt, wo er aktiv in Regie eintritt. Mit dem Sami Saviris. Die sind von deren ihrem Know-how, dürfen wir extrem profitieren. Und ich glaube, ihr wisst auch, dass sie sich nicht mehr ins Operative einmischen. Das wird auch etwa die kolportiert. Was effektiv ist, der Einzige, der einen Auftrag hat, ist der Marco Sieber, der mich, weil ich habe eigentlich die Pflicht, aber ich habe sie ihm delegiert, dass er sich in der Sportkommission einsetzt, um die finanziellen Sicherheiten zu überprüfen. Oder im Zweifel, bevor man einen aus der Challenge liegt, wenn man eigentlich einen eigenen hat, dass man sagt, nein, nicht das kurzfristige Denken von einem Trainer, das langfristige Denken von einem Club steht hier im Vordergrund. Das ist die Funktion. Ich frage, ob der Marco Sieber der richtige Mann ist. Also ich höre immer wieder von ehemaligen Aktiven vom FC Luzern, dass man sich da nicht unbedingt mit ihm so können, harmonisch verhalten konnte. Das war einfach nicht gut für das ganze Klima im FC Luzern. Was passiert ist in Bezug auf seine Person, möchte ich jetzt mal hier festhalten. Ich würde mal sagen, was wir wirklich fordern und wo auch Bernhard Albsteig eben mit seiner ganzen Erfahrung ist, er will, dass der Laden funktioniert, dass das eben das Defizit reduziert. Und beim Marco Sieber ist natürlich vor allem das, dass wir einfach die Prozesse in Griff bekommen, damit nicht einfach alle springen. Ihr müsst auch wissen, wo man die Arena gebaut hat, hat ein Team eine Organisation aus dem Boden gestampft, sensationell. Hat das einfach hergebracht. Der Hauptgeldgeber, sagen die Stadt Luzern effektiv, hat das hergestellt und das Team hat das gerissen. Top. Aber das war ein Fußballclub mit einer Swisspor-Arena rundherum. Wir müssen doch endlich organisatorisch nachhaltig arbeiten. Der Club darf nicht immer wieder runterfallen. Und darum arbeiten wir an dem. Und da ist natürlich der Marco Sieber, sage jetzt mal vom Know-how her, sehr gut, von der SIGA, die auch ausgezeichnet worden ist. Aber er mischt sich nicht mehr in die operativen Geschäfte. Aber ich meine, seine Firma und der Fußball ist einfach total etwas anderes. Das muss man schon sehen. Das ist so. Wir reden ja nicht davon, dass man alles identisch durchgehen muss. Aber man sollte verhindern, dass ein Club, sage jetzt mal, in so einem grossen Gebilde einfach weiterhin als Fußballclub tickt. Das ist ganz eine andere Herausforderung. Auch für mich als Präsident. Du musst andere Kompetenzen bringen, als auch noch wollen, über einen Trainer oder über den einzelnen Spieler etwas erzählen. Du hast eine ganze Arena, einen ganzen Betrieb. Du bist politisch exponiert. Also, das ist genial, was wir in Luzern haben. Aber das Betreiben braucht jetzt auch mal andere Kompetenzen. Mhm. Wo gibt es denn aber, also wir haben vorhin die Nachhaltigkeit angesprochen, oder? Genau. Mit der Vision 2021. Wo gibt es denn Optimierungspotenzial jetzt noch? Also, man ist ja irgendwo am Anfang von der Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt Herrn Stutthalter zuhöre. Also, es gibt diverse Bereiche, wo wir dort arbeiten. Wichtig ist jetzt mal der CEO, der Ziel muss definieren. Die Vision, die kann man nicht greifen. Was heisst jetzt das konkret? Oder? Das ist im CEO sein Job, zusammen mit seinen Bereichsleitern jetzt wirklich die Schwergewicht sitzen, jedes Jahr etwas zu optimieren. Unabhängig davon muss der Sport natürlich funktionieren in dem von uns bekannten oder eben nicht bekannten Budget, aber für uns innerhalb von dem. Die Ziele, wenn wir denken, dass Luzern etwas geschafft hat mit dem Walti Stierli, die Akademie gebaut, die Arena gebaut, warum haben wir das geschafft? Auch mit unseren limitierten Mitteln. Weil alle zusammengestanden sind und eins wollen. Und das wollte ich auch erreichen. Man darf aber nicht einfach pauschal sagen, weil man mehrere Investoren hat, ist jetzt das einfach nicht führbar. Im Gegenteil, ich finde, das gehört dazu. Die sind alle ehrlich, haben Erfahrung. Mir ist es viel schlimmer, wenn ich denke, dass uns irgendein Investor, sagen wir mal, wie in Sion oder in FCZ, einfach sagt, ich habe genug. Dann ist er fertig mit dem Club. Das passiert in Luzern nicht. Mhm. Aber das Problem ist auch die sportliche Situation aktuell auch noch. Sicher. Also in der Challenge League kannst du die Mission 2021 wieder neu schreiben. Oder? Und das ist entscheidend. Schaffmeister von jeder Super League, also von jeder Mannschaft, ist die erste Mannschaft. Ja. Das ist immer also. Alles, was im Hintergrund im Nachwuchs passiert, ist super aufgeleistet worden. Es sind auch super Leute dort am Arbeiten. Aber wenn der aktuelle sportliche Erfolg von der ersten Mannschaft nicht um ist, dann kannst du noch lange von Visionen erzählen. Oder? Und das ist entscheidend. Und dort muss man jetzt den Hebel umlegen, egal wie. Ob man in der Mannschaft Veränderungen machen muss oder im Staffposten muss Veränderungen aufgleisen. Und das ist ein wichtiger Punkt jetzt, oder? Und ich glaube schon, dass man es noch drehen kann.
Aber das muss schnell passieren. Der Hebel umlegen, das bedingt, dass wir nicht den ganzen Betrieb stillstehen jetzt. Es gibt wichtige Bereiche, die müssen weiter funktionieren. Die müssen nicht den Kopf ins Anstecken, sondern wir gehen jetzt weiter. Selbstverständlich reden wir heute Abend darüber, was jetzt alles im Argen ist. Es geht jetzt weiter. Und mir ist es eben genau wichtig, oder für einen FCL, dass das weiterläuft. Dass das nicht jetzt wegen dem momentanen Resultat einfach gerade alles über den Haufen gehalten wird. Das ist die Nachhaltigkeit. Mhm. Und auch wenn jetzt so der Bernhard Albstäg ein bisschen gerüttelt hat an den Betrieb mit den Aussagen, da glaube ich, kann der Markus Babbel sagen, ja, ist okay. Wie kann es weitergehen, Rolf Ringer? Ja, ich habe es vorhin gesagt, es wird die Zukunft zeigen, ob man zusammenstehen kann, ob man die mentale Stärke hat, in dieser Mannschaft gegen das sich aufzulehnen. Es ist ein Punkt vor dem nächsten Weg, zwei vor dem achten und. Also es ist überhaupt nicht schlimm von der Punktzahl, aber Körpersprache und die Entwicklung wird zeigen, ob sie miteinander das können schaffen. Das ist heute noch schwer zu sagen, weil an sich ist die Mannschaft als Ganzes nicht so schlecht, aber aufgrund von vielen Defiziten, die wir vorher gesagt haben, läuft sie einfach nicht hundertprozentig, weil eben das sich immer auf eine Mannschaft ein bisschen niederschlägt. Aber das kann durchaus sein, dass sie von den nächsten drei, wenn jetzt haben sie St. Gallen daheim, nach einem super Sieg gegen GC, muss man wieder annehmen, dass St. Gallen gar nichts anbringt. Also da kannst du schon wieder gewinnen, dann sieht alles wieder anders aus. Also, man muss jetzt die Zukunft abwarten, schaffen es miteinander Turnaround und nachher kann man wieder ein bisschen ruhiger Gewässer kommen. Aber die Basisproblematik, die ich gesagt habe, die ist einfach in den Griff zu bekommen, dass man da einfach klare Verhältnisse hat, auch gegen aussen klare Verhältnisse. Oder auch meine, die verschiedenen Änderungen in der Geschäftsstelle. Da habe ich noch nie so viel gehört, die gehen. Und meine, ich höre ja Bill, ich bin nicht weiter weg. Und der geht, weil es ihm stinkt, und der geht, weil es ihm stinkt, und dem kann man nicht mehr zuhören, weil das. Das sind Sachen, die gegen aussen kommen. Natürlich auch ins Publikum und in die Fans. Oder? Man muss eine Glaubwürdigkeit haben im Gesamtverein, wenn du von nachhaltig redest. Ja. Die müssen die Leute das Gefühl haben, Kopf und Eli, da haben es Fachleute, die erziehen den FCL, da ist lässig, da wollte ich schauen. Wenn aber überall der von dem etwas weiss, der weiss von dem etwas und der von dem etwas, dann ist es eben so, dass am Schluss die Mannschaft nicht hoch durchläuft. Und das ist, darum habe ich auch gesagt, dass man sich immer wieder selber auf den Füßen umsteht. Und das ist halt schade. Dani Wirsch, schafft man mit dem Markus Babbel den Turnaround, den wir jetzt abgesprochen haben? Ich denke, die nächsten sechs Runden werden es zeigen. Wir jetzt spielen die 19. Runde am 17. Dezember. Es sind also noch sechs Runden jetzt zu spielen bis zur Winterpause. Mhm. Und ich denke, da muss man natürlich schon schauen, was man macht, ob man jetzt mit ihm weiter arbeiten bis Ende Saison oder sogar verlängern oder was auch immer. Die nächsten sechs Spiele werden den Weg weisen, bin ich überzeugt. Also Rolli Schwegler, im Moment kein Handlungsbedarf im Traineramt beim FC Luzern, oder wie siehst du die Situation? Es soll jeder noch eine Chance bekommen, aber noch einen Auftritt wie heute können sie sich sicher nicht mehr leisten. Ja. Was passiert jetzt ja nach der heutigen Niederlage in Lugano? Gibt es noch eine lange Nacht für den Philipp Stutthalter? Nein, das wird jetzt normal. Werden wir den ganzen Club, auch natürlich in der Sportkommission, stehen wir zusammen, das analysieren. Es ist eine sehr unangenehme Situation, in der FCL momentan drin ist. Ich habe von euch gehört, dass ihr das Potenzial seht und an das glauben wir. Wir werden jetzt schauen, analysieren und nachher wird das eigentlich normal weitergehen. Natürlich wollen wir jetzt, dass die Winnermentalität reinkommt, aber ich glaube, wir haben schon grosse Schritte gemacht Richtung Sicherheit und Stabilität, weil wir sind erstaunlich ruhig im FCL, gehen unseren Weg. Jetzt rüttelt es halt ein bisschen an diesem Betrieb, das ist so, aber diesen Weg werden wir schaffen. Wir sind gespannt, wir werden es weiterhin beobachten. Wir sind schon am Schluss von der Sendung. Es geht so schnell die Zeit, aber das spricht ja auch für das Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen ganz herzlich. Rolf Ringer, Rolli Schwegler, Philipp Stutthalter und Dani Wirsch. Auch daheim wünsche ich einen wunderbaren Abend, einen beschwingten Wochenstart. Bleibt am Ball, gute Nacht miteinander. Heimspiel. Der Fußballtalk wird präsentiert von Raiffeisen.